Ekapada Mayurasana ist der einbeinige Pfau und es gibt zwei Variationen davon. Fabian, Yogalehrer und Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Zunächst komme zum Pfau Mayurasana und dann hebe ein Bein so hoch wie du kannst, während du das andere unten lässt. Das ist eine Variation von Ekapada Mayurasana, die viel Körperbeherrschung und viel Kraft in Armen und Rücken braucht. Die zweite Variation von Ekapada Mayurasana ist der Spagat im V. Bringe ein Bein nach hinten und das andere Bein über oder neben dem Ellbogen nach vorne, dann ist ein Ellbogen im Bauch und das Bein auf dem anderen Ellbogen, hebe die Beine hoch und so ist das auch wieder Ekapada Mayurasana, nur ein Bein ist hinten und zeigt den Pfau. Eine sehr fortgeschrittene Stellung, die viel Körperbeherrschung braucht.